Willkommen in Aschaffenburg. Wegengleisarbeiten bei Heigenbrücken fahren Fahrgastzüge nur bis Laufach. Damit hallo und herzlich willkommen hier wieder auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich selbstverständlich, dass ihr wieder einschaltet. Und damit beginnen wir wieder Train Sim World. Ja, ich muss dazu sagen, es tut mir leid. Eine ganze Zeit war es doch relativ ruhig gewesen um Train Sim World. Es liegt natürlich nicht daran, dass ich keinen Bock drauf habe, sondern es sind aktuell noch ein bisschen viele Projekte hier, die wir jetzt so zeitgleich spielen. Ich weiß, es hat mit dem einen oder anderen nichts zu tun, aber manchmal muss man halt immer ein paar Prioritäten setzen, unter anderem natürlich Lotus Omsi und selbstverständlich auch der Bus Simulator, ne, der jetzt ja vor einigen Tagen ein DLC bekommen hat, welches wir uns selbstverständlich anschauen wollten. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich immer so ein bisschen den Train Sim World hier selbstverständlich hier weiter spielen, weiter anschauen. Und von daher ist das heute unser Gefährt hier. Ne, die BR 146, so sieht sie aus, sehr hübsch, und von daher würde ich sagen, steigen ein, verlieren gar nicht so viel Zeit hier, und ich musste mich tatsächlich erstmal ein bisschen einspielen. Das ist schon eine ganze Weile her gewesen tatsächlich. So, halten wir 5 Sekunden gedrückt. Natürlich auch das neue Projekt, was wir jetzt ja angefangen haben mit X-Plane 11, ja, welches natürlich sehr, sehr zeitfressend ist, aber es aber auch ziemlich Spaß macht. So. Wenn wir erstmal hier die Batterie aufladen, sehen wir jetzt hier am rechten, da lädt sie jetzt ein bisschen auf. Das dauert jetzt ein paar Sekündchen und dann, lassen wir die Fahrgäste dementsprechend auch einsteigen. Ja, wir spielen das Ganze natürlich hier auf der PlayStation 4. Ich muss ganz aber ehrlich sagen, so wirklich hundertprozentige Ehrlichkeit jetzt hier, um jetzt einfach mal zu sagen, ich finde das Ganze spielt sich einfach auf dem PC tausendmal besser als das Ganze hier mit dem Controller. Du hast einfach auf dem Controller einfach viel zu wenig Tasten, um dass du die ganzen Funktionen hier irgendwie reinbekommst, ja. Zumal ich auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe, mir die ganzen Tastenbelegungen natürlich zu merken. Und gerade wenn du die Spiele natürlich auch eine längere Zeit nicht mehr gespielt hast, vergisst du die Tastenkombination, ja, wie musst du was machen. Und tatsächlich war es jetzt so gewesen, deswegen musste ich die Folge jetzt nochmal neu aufnehmen, weil ich habe mich angestellt wie der absolute Anfänger. Ja, das geht nicht, das ist ein bisschen blöd. Wenn man es natürlich aktiv spielt, wahrscheinlich, da geht die Steuerung gut über. Ja, aber ich finde es halt auf dem PC, da sind sich Train Simulator und Train Sim World sehr, sehr ähnlich. Und von daher kann man da eigentlich in der Regel nichts falsch machen. So, gut, auf volle Bremsung werden wir das Ganze mal machen. So, volle Leistung, der geht nach oben, so. Dann die Zugposition auf 1B wieder zurück. So. Und wir wollen den Stromabnehmer heben. Und selbstverständlich wollen wir das Ganze hier schließen. Damit ist Strom da und wir können die Türen entriegeln auf der linken Seite. Und wir... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Wir entriegeln die Türen. So, Fahrgäste können einsteigen. Und damit sind wir gleich startbereit. Ja, das ist natürlich die Karte Aschaffenburg hier, ne? Welche mit dazugekommen ist mit Train Sim World 2020. Ne? Aktuell ist er nicht im Sale. Man konnte sich den aber günstig halt zur Weihnachtszeit schießen. Da kam er, glaube ich, 25 Euro oder sowas. Das dafür ist vollkommen in Ordnung für das, was man hier eigentlich geboten bekommt. Zumal ich tatsächlich echt überrascht bin, dass hier wirklich noch die alten Strecken tatsächlich mit dabei sind, die es in der ersten Version gab. Hätte man ja zum Beispiel als DLC ja zum Beispiel auch nachkaufen können oder sowas. Nö, die gibt es hier direkt mit dazu. Also lassen wir uns überraschen. Warten jetzt, bis die Fahrgäste eingestiegen sind und werden dann Richtung Laufach fahren. Auf der Strecke auf jeden Fall ist schon ein bisschen was geboten. Ne? Das Ganze ist ein Szenario direkt. Wir können die Türen verriegeln wieder. Und damit sind wir... Na, jetzt will er. So, wir lösen hinten erstmal die Parkbremse, die immer gedrückt halten muss, bis die Lampe ausgeht. Jetzt lösen natürlich hier unsere Zugbremse und wir sind abfahrbereit. Los geht's. In Hörsbach ist unser nächster Halt um 12.39 Uhr. Deswegen werden wir mal ein bisschen Speed geben. Wollen gar nicht so viel Zeit verlieren hier. Aktuell dürfen wir nur mit 40 hier fahren. Deswegen werden wir mal schon wieder Kraft rausnehmen.
So, bereits um 5,8 Kilometer haben wir den Hössbach erreicht. So, können wir hier die elektrische Bremse schon mal auswählen, glaube ich. Ich glaube, die direkte Bremse ist wahrscheinlich besser. Warte mal, ich muss das ganz kurz mal testen. Nee. Naja, das ist sie. Genau, die wollte ich haben. Die direkte Bremse. Los geht's, weiter. Schub, Schub, Schub. Wir können nämlich über verschiedene Bremssysteme noch umschalten. Aber das habe ich nämlich in der letzten, also in der vorigen Aufnahmesession, ja nicht gemacht und dabei schön am Bahnhof vorbeigerauscht. Ankündigung 140. So, hier bekommen wir schon eine weitere Ankündigung. Eine 120 Ankündigung, ab hier ist 140. Müsste jetzt hier nämlich gleich einen Gleiswechsel machen eigentlich. Das müsste jetzt hier eigentlich kommen. Na toll. Da kommt es nämlich. Und irgendwie schaltet er nämlich hier nicht um. Und auf einmal war in der letzten Folge, also in der Session davor, genau hier drinne, war es dann auf einmal 40. Hier seht ihr, das sind viel zu viele Fehler, die dürfen so nicht passieren. In einer Simulation, eine Simulation, die eine Simulation sein möchte. Das sind Fehler, die dürfen nicht passieren. Ich bin hier mit locker, ohne ungelogen, bin ich mit 140 lang gedonnert. Ja. Zug ist natürlich nicht entgleist, ja. Aber das sind Fehler, diese dürfen nicht passieren. Ab dem Signal ist 40. Der hat aber die ganze Zeit gezeigt, so, ja, wenn du schneller fährst, ist auch egal. So, weißt du? Ja, so. Rechts bitte. Rechts, sag ich. Rechts entriegeln und Türen freischalten. Fahrgäste können einsteigen. So. Was mich halt immer brennend interessiert ist, wissen die das? Patchen die das nicht? Oder, ich meine, jetzt ist ja der Transient World, wie lange gibt es den jetzt schon?
Ja, bestimmt schon 2 Jahre für die Konsole. Also das sind doch so Fehler, die sich da eingeschlichen haben, oder? Notiert man sich sowas nicht? Das sind immer so Sachen, die kann ich aber persönlich immer nicht nachvollziehen. So, alle verriegeln. 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 Wundervoll. Und wir lösen die Bremse und geben Schub. Ne, warte, so nicht. Jetzt geben wir Schub. Noch ein gelbes Signal. Wachsam-Taste hätte jetzt gedrückt werden müssen. 130 dürfen wir gleich. Und 3,4 Kilometer erreichen wir Lauffach. Und damit dürfen wir Full Speed. Manchmal wünsche ich mir so eine Taste, wo man weiter nach vorne zoomen kann. So, er hätte uns schon längst umschalten müssen, dass wir hier nur 60 fahren dürfen. Macht er nicht. Er macht es wieder erst hier, wo wir wieder auf der Weiche sind. So, Türen entriegeln auf der rechten Seite bitte. Und freischalten. So, alles einsteigen, aussteigen. So. Stellen Sie den Hauptschalter auf Lösen.
So, begeben Sie sich am hinteren Ende. Schalten Sie die Batterie an. Den Führerstand wechseln. So, setzen Sie sich in den Fahrersitz. So, Bremsschlüssel auf an. Stellen Sie die Richtungswende vorwärts. Und lassen Sie die Fahrgäste einsteigen. Okay, okay. Machen wir die Strecke jetzt wieder zurück. Zum Beispiel auch so eine Sache, der Zug hat Fahrt, ja, der dürfte fahren. Warum er steht, keine Ahnung. Das sind so Sachen, weißt du, das sind immer so eine kleinen Sachen, die das Ganze immer so ein bisschen trüben. Ja, beim Train Simulator hast du sowas in der Regel meistens nicht. Ja, dass es dann hier solche Ausfälle gibt halt. Finde ich ein bisschen schade. Warten Sie bis 12.50 Uhr. What? Was soll ich denn jetzt bis 12.50 Uhr hier machen, ey? Müssen wir Säcke auffüllen? Nein, müssen wir nicht. Da können wir uns noch ein schönes Bild machen. Hab wieder vergessen, das einzuschalten. Kann ich was machen? Nö, 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 nö. Ein langer Bahnhof. Ist da hinten überhaupt irgendwas? Achso, da steht hier auch. Achso, hier hat er natürlich ein rotes Signal. Ja, dann darf er natürlich nicht fahren. Dann nehme ich alles wieder zurück, was ich gerade gesagt habe. Da drüben weit mal irgendwas machen müssen. Naja. So, wo war denn das? Wo konnte man es eigentlich? Hier konnte man es einstellen, richtig? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mich an diese Steuerung leider nicht gewöhnen. Tut mir leid, aber das ist... Nächste Destination, da zeigt er mir gar nichts an. Ah, ja toll, das kann ich gar nicht lesen. Ja, was steht denn da? Kannst nicht lesen. Frankfurt. Naja. So, Türen verriegeln.
So, zurück nach Hößbach. Um 54 sollen wir da sein. Na, mal schauen. So, dann rechts entriegeln. S2 nach Leipzig, das passt leider nicht. Soll aber reduziert, müsste erreichen. So.
Aschaffenburg haben wir jetzt was Richtiger eingestellt zumindest. So, 59 soll man da sein. Mal schauen, ob wir es schaffen. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe, war ich jetzt 110, oder? Ich war jetzt gerade ein bisschen damit beschäftigt gewesen zu bremsen. Ja, na klasse. 30. So 60. Also für mich sah es jetzt aus wie eine 3 tatsächlich, nicht wie eine 60. Oh Gottes Willen, wirklich. So, dann können wir die Türen wieder entriegeln. So, Leute, ich glaube, das war's denn. Das war unsere Fahrt heute hier. Warten Sie bis 13 Uhr. Zielvorgabe erfüllt. Stellen Sie den Richtungswender auf aus. Und steigen Sie aus dem Zug aus. So, das war's von der heutigen Folge mit Train Sim World. Ja, sind ordentlich gestiegen hier im Level. So, Genauigkeit 14 Meter, 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter. Naja, Hösbach war dann halt blöd geplant, real. Boah, wir waren überall pünktlich, würde ich sagen. Ja, einmal haben wir so Geschwindigkeit gekratzt, aber naja, was soll's. Leute, das war das Szenario Samstags-Schaltkreis. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, unbedingt ein Like da lassen, schreibt's in die Kommentare. Und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Part hier wiedersehen mit einer weiteren Folge Train Sim World. Ich verabschiede mich und bedanke mich. Ich sage tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.